Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Hass Reiter und wir sind in Folge Nummer 15 von Voxel Tycoon. Ja, wir haben letztes Mal so einen LKW gehabt, der hier was abgeliefert hat. Ich weiß nicht, ob der sogar ist. Neulderichstadt Nord. Ja, das ist der sogar. Der fährt da gerade wieder hin und da haben wir jetzt wieder 5 hier und Nachfragen sind da, aber da passiert nichts und schrecklich. Vielleicht sollten wir schauen, dass wir dort noch einen LKW mehr drauf bekommen. Jo, und das würde ich sagen, machen wir alles nach dem Intro, ne? Bis gleich. So, jetzt lassen wir auch ein bisschen schneller laufen. Haben wir gerade eben umgeschaltet und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Wir sind auf Stufe 2. Man kann ja auch noch Stufe 3 machen, aber 2 ist schon okay, denke ich. Hier haben wir auch noch ein Problem mit den Bändern. Ne? Die sind ja immer noch voll, oder? Also hier läuft es immer, ne? Und der weiß wahrscheinlich schon gar nicht mehr, wohin mit der Kohle. Das dritte ist auch bald voll, ne? Wir müssen mehr abnehmen, würde ich sagen, ne? Das ist schwer. Und eine Anlieferung auf einer Straße mit zwei verschiedenen Waren, das kann nicht gut sein. Da müssen wir auch noch dran arbeiten, ne? Aber vielleicht jetzt gerade nicht. Was haben wir denn hier oben für eine Nachricht? Ja, das mit dem Stein ist klar. Nachfrage gesunken. Das ist hier. Nee. Ist doch besser geworden, oder? Warte nochmal. Ist das das? Ja, das. Nee, da unten ist das letzte. Okay, das passt jetzt wohl, oder? Ist jetzt auch auf schlecht. Anstatt auf schrecklich. Sieht so aus, als ob es da schon läuft. Letztes Mal habe ich noch zum Schluss hier reingeguckt. War 30 von 135, ist jetzt 34 von 135. Okay, die sind da auch dran am Arbeiten. Ich denke mal, wir können noch einen LKW jetzt hier holen, der definitiv Eisenbarren noch irgendwo hinbringt. Kaufen wir die und gehen da rein. Und Mellrichstadt Nord war das mit Eisenerz, Eisenbarren. Das müsste die Route sein. Dann lassen wir da mal fahren, ne? Und der soll das auf jeden Fall fahren. Gut. Dann läuft das schon mal, weil hier muss es definitiv mehr abgenommen werden. Damit das mit der Dingens hier, sag schon, ich habe schon 51, ne? Die Kohle kommt hier nämlich rein ohne Ende. Dann müssen wir jetzt zusehen, dass die mal ein bisschen mehr abgebaut wird. Also mehr Fahrzeuge das wegbringen. Da ist voll und hier ist bestimmt... Ah, das ist ja das Häuschen, ne? Ah, jetzt wird jetzt mal ein bisschen mehr hier. Ja, da müssen wir schauen. Okay, das läuft aber erstmal. Hier sieht es auch einigermaßen aus, allerdings steht hier auch alles in der Warteschlange. Wie sieht denn hier sowas aus? Meldestadt Transfer 5, Meldestadt Abzweig 4, Meldestadt Nordost 3, Meldestadt Halt 1. Ja, hier stehen ziemlich viele, ne? Und wann kommt der Bus, ist die Frage. Wahrscheinlich gar nicht, ne? Was ist denn mit dem hier so und Details? Betriebskosten 100, Gewicht 13, Länge, Beschleunigung, Statistiken, Desbauer, Fracht angeliefert 38, Geld verdienen 950, Betriebskosten 945. Sind da schon die Kosten runtergenommen oder sind die da noch drinne? Dann wird es ja eine Nullnummer hier sein. Na, jetzt gerade macht es ein bisschen Plus. Lebensdauer. Aber auch knapp.
Was ist denn mit den anderen Fahrzeugen hier? An der Haltestelle. Ne, das ist auch noch mehr Stadt, das ist ja das gleiche. Gehen wir mal an einen anderen Ort, wo es so einen Bus gibt. Gibt es hier überhaupt Busse? Ja. Mirgesen hat 3 Busse. Ja, hier sieht es ein bisschen besser aus, ne? Man sagt Lebensdauer. Ja, das sieht gut aus, ne? Wo fährt er denn hin? Mellrichstadt Heubach, Mellrichstadt Wirgesen. Also, okay, das ist hier in Wirgesen. Gibt es nur 2 Haltestellen und das ist der Verbindungsbus. Ne, 3 gibt es hier. Das ist also auch ein Verbindungsbus. Dann ist das jetzt gerade nicht repräsentativ. Gehen wir mal an diese Haltestelle. Hier muss es ein repräsentatives Fahrzeug geben. Statistiken. Und hier sieht es definitiv besser aus. Ne? Wenn ich jetzt Lebensdauer mache, dann ist es auf jeden Fall 5000 plus. Okay, das heißt, Mellrichstadt ist jetzt gerade kein gutes Beispiel gewesen, um Plus zu kriegen. Da müssen wir noch weiter gucken. Ne? Aber Wirges hat definitiv zu wenig Bushaltestellen. Da können wir ja noch was machen. Dann würde ich mal sagen, Terminals, ne, Haltestellen brauchen wir, wo sind die denn? Doch hier, ne? Terminals. 20.000. Wo sind denn die Bushaltestellen? Eine ist hier. Sehe ich schlecht abgedeckt. Da unten ist abgedeckt. Wo ist die nächste? Hier ist eine. Okay. Und wo ist die dritte? Ist nur noch 3, ne? Die dritte sehe ich nicht. Das ist Mellrichstadt. Ja, gibt keine dritte, ne? Gibt nur 2. Das ist da. Das ist da. Das bedeutet hier. Muss irgendwo noch was hin. Vielleicht hier. Das würde sich gut machen, aber da brauchen wir nicht die nehmen. Da können wir die nehmen. Und der braucht ja sowieso nur an einer Seite anhalten, oder? Die würden wir sogar so hinkriegen. Und haben ziemlich viel drin. Zack. Und dann würde ich nochmal weiter gucken. Vielleicht hier noch irgendwo. Da reißen wir ein Haus ab. Die wäre da. Das bedeutet, das muss alles abgedeckt werden. Könnte man die höher machen? Also R, aber was ist drehen? R, ja, R ist drehen. Da wäre die zu weit weg. Warte mal, dreimal so. Die wäre dann etwas teurer mit Aufschüttung. Die sind da abgedeckt, aber die nicht. Ja, man kann nicht alle Häuser haben, oder wie ist das, ne? Und hier unten würde ich ein Haus abreißen, bringt mir also auch gar nichts. Setzen wir sie da ein. Und da, dann können wir hier noch was machen. Oh, jetzt habe ich reingezoomt. Ah, Q ist raus und E ist reinzoomen. Und R ist ja drehen und ich würde es jetzt hier hinbauen wollen. Obwohl, das würde da... Nö, das überlappt relativ wenig dann da. Wo war hier? Da, ne? Ja. Idealer wäre hier sowas hinzubauen. Da, da. Ja, machen wir hier so hin. Ist der da noch da drin? Ja. Das bedeutet, wir bauen das so dahin. Dann noch ein bisschen Straße anschließen.
Das passt ja jetzt wirklich äußerst schlecht. Irgendwo ist ein Fahrzeug unrentabel, das müssen wir auch noch machen. Und das machen wir mal so. Wo ist denn das unrentable Fahrzeug? Ah, super, hat wieder geklappt, siehst du. Ich wusste, der kann nicht ausladen, weil wir nichts verkaufen mehr. So ein Shit. Kann ich den weiterschicken? Hier, ne? Ja, da haben wir nämlich den Salat schon. Jetzt sind die voll. Ja. Dann haben wir ein Problem, ne? Gut, da müssen wir schauen, dass wir das hinkriegen. Aber wie, weiß ich auch noch nicht. Das ist jetzt hier zuzumachen erstmal. Okay, jetzt geht es ja ein bisschen runter. Ich hoffe, dass wir es irgendwie hinkriegen, ne? Das war doof gelaufen. Fahrzeug unrentabel, das nächste. Naja, das wird schon noch kommen mit dem Rentabel wieder, oder? Keine Ahnung, was da so ist. Stahlbarren. Können wir Stahlbarren machen? Das ist die Frage, ne? Müssen wir mal schauen. Stahlbarren, Eisenverhüttung. Oh, das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, wir lassen mal erstmal wieder langsamer laufen. Damit wir das nicht aus den Augen verlieren. Stahlverhüttung ist hier. Eigentlich müsste Stahlverhüttung schon funktionieren, oder? Dafür brauchen wir Industrie. Verarbeitung. Legierungsschmelze. Warte mal, die haben wir doch hier unten. Da müssen wir doch sehen können. Ja, da können wir auch die Stahlbarren machen. Das ist doch schon mal gut. Okay, das bedeutet, das geht auf jeden Fall. Hier haben wir wieder das Fahrzeug stehen. Fahren wir weiter und hoffen, dass das mal leer wird. Und dann müssen wir uns da was einfallen lassen, ne? So geht's nicht. Hier ist Kohle, aber jetzt ist die Frage, wo kriegen wir es? Ne, das ist ja... Ja, Stahlbarren müssen wir da noch machen, ne? Ja. Lass die Stahlgeschichte in der nächsten Folge machen. Wir haben uns jetzt hier um Wirgessen, war das glaube, mit den Haltestellen gekümmert. Da müssen wir jetzt erstmal eine neue Linie aufbauen. Da würde ich einen Stadtbus organisieren wollen. Den wir hier kaufen. Geht, ja. Gekauft. Und dann das Fahrzeug ausgewählt. Halt hinzufügen. So, Wirgessen, Transfer ist hier. Da fangen wir mit an. Machen auch Transfer. Halt hinzufügen. Er fährt nach Wirgessen Ost. Transfer. Halt hinzufügen. Ist dann da der nächste? Ja, machen wir den. Transfer hinzugefügt. Halt hinzufügen. Wirgessen Südwest Transfer. Und dann... Halt hinzufügen. Den hier hinzufügen. Und oben, das ist der Wechsel. Speichern als Passagier zu Wirgessen Transfer. Das ist Stadtbus Wir. Oh, wie wird das geschrieben? Wirgessen. 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 Nicht Wirgessen. Wirgessen. Stadtbus Wirgessen. Und. Start. Und jetzt müssen wir den, der da den Transfer war, das glaube ich, anfährt, ne? Oder welchen fährt der an? Ne, den haben wir neu gebaut. Den haben wir auch neu gebaut. Welcher von denen war das denn, wo angefahren wird? Ich glaube, ist egal. Dieser ist das, ne? Welche Stadt bearbeiten? Heubach Süd, Melrich Transfer, Wirgessen Südwest. Der. Wandert in Müll. Wirgessen Süd. Wandert in Müll. Wirgessen Südwest. Wandert in Müll. Und jetzt Halt hinzufügen. Und das ist Wirgessen Transfer. Und dann ist das okay. Dann haben wir das bearbeitet und sollte funktionieren. Das machen wir erstmal alles zu.
Und ist erstmal gut. So läuft es erstmal, oder? Hoffe ich. So, und der nächste Schritt ist dann jetzt hier die Eisengeschichte, die Stahl machen. Hier schon wieder stehend, ne? Bringt uns nicht weiter. Das heißt, er muss schon wieder wegfahren. Da müssen wir definitiv was anders machen. Irgendwas ist hier schlecht mit dem Abliefern, ne? Da müssen wir uns Gedanken drüber machen, dass wir das umbauen nächstes Mal. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video lade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.